Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch das Grundrezept für meinen Keksteig. Den mache ich das ganze Jahr über für verschiedene Anlässe, denn ich mache meistens Motivkekse draus. Wir benötigen 330 Gramm Mehl, 140 Gramm Zucker, 180 Gramm weiche Butter, ein Ei der Größe M, eine Prise Salz und 5 Gramm Backpulver. Die weiche Butter wird mit dem Zucker und dem Salz mit Hilfe des Rührhakens der Küchenmaschine geschmeidig gerührt. Natürlich geht das Ganze auch ohne Küchenmaschine, dann könnt ihr auch einfach den Handmixer benutzen. Nach ca. einer Minute wird dann auch das Ei untergerührt und da müsst ihr einfach so lange rühren, bis sich das Ei verbunden hat und nicht länger. Anschließend geben wir die trockenen Zutaten hinzu, also einmal das Mehl und das Backpulver. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Zutaten gesiebt werden, damit auch keine Klümpchen entstehen. Das Ganze wird dann noch einmal miteinander verrührt. Da wird aber kein glatter Teig entstehen, da kommt erstmal so eine krümelige Masse zustande und dann müssen wir mit den Händen weitermachen. Dafür wird der Teig auf die saubere Arbeitsfläche gegeben und so lange mit den Händen geknetet, bis ein glatter Teig entsteht. Ich benutze dafür am liebsten meine Handschuhe, denn auch wenn meine Nägel nicht so lang sind, hat man doch so ein bisschen Teigreste unter den Nägeln und das finde ich ziemlich unangenehm. Und da müsst ihr jetzt auch nicht so unendlich lang kneten. Also wenn sich der Teig verbunden hat und ungefähr so aussieht, dann könnt ihr ihn in Frischhaltefolie einwickeln und zum Kühlen in den Kühlschrank legen. Der eingewickelte Teig kommt jetzt für ca. 4 Stunden in den Kühlschrank. Ich habe es auch schon mal 3 Stunden im Kühlschrank gelassen, das war eigentlich auch kein Problem, oder über Nacht. Und dann nehmt ihr ihn raus, knetet ihn für ein paar Sekunden nochmal weich, aber auch wirklich nur ein paar Sekunden und dann geht es auch schon ans Ausrollen. Da habe ich immer zwei Methoden. Entweder nehme ich ein Backpapier, lege da meine zwei Ausrollstäbe drauf. Die garantieren mir, dass meine Kekse gleich dick sind. Die habe ich übrigens aus dem Baumarkt für sehr wenig Geld, statt die für sehr viel Geld online zu kaufen. Und ja, dann lege ich die einfach daneben, gebe dann nochmal Backpapier drüber und rolle das Ganze aus. Anschließend können dann aus dem Teig beliebige Motive ausgestochen werden. Für die zweite Ausrollmethode gebe ich einfach etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, aber auch nicht zu viel, also nur, dass es so ganz dünn benetzt ist. Gebe dann den Teig darauf, rolle das wieder mit meinen Ausrollstäben aus und dann kann ich da auch wieder die Motive ausstechen. Die Keksrohlinge kommen dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Das gebe ich dann für 10 Minuten in den Kühlschrank. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit die Kekse auch nicht zerlaufen und schön ihre Form beibehalten. Und direkt aus dem Kühlschrank kommen sie dann in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für 12 Minuten. Und selbstgebackene Kekse schmecken einfach immer viel besser als gekaufte. Und wer jetzt noch sehen möchte, was aus diesen Keksen Hübsches geworden ist, der kann auf das Video rechts klicken. Vielen Dank fürs Zusehen und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen.